Was gibt's Neues? Walter lässt grüßen. Aus Berlin. Er spielt im Radio. Jeden Sonntagabend. Vergiss nicht einzustellen. Auf Wiedersehen. Weihnachten. Thank you.
eingestellt? Einen Moment, Vater. Ich bin gleich soweit. Dort oben sagt, man kann heute ganz besonders schön beobachten, am unteren Mondrand, das Kopernikusgebirge. Hier haust unser Wetterwart, mit dem du jeden Abend sprichst. Ne Funkstag, Papa. Da muss ich zuschauen. Thank you.
Thank you.
lassen. Auf dem Gipfel vom Mont Blanc. Ja, was? Das siehst du doch. Ha? Hinauf zum Blanc. Ach, du bist ja verrückt. Und drauf. Na. Wir beide. Und vor allem ein paar Tage oben. Na, du Gottes Willen. Aber Hella, Hella. Junggesellenwirtschaft. Auf Damenbesuch bin ich schon gar nicht eingestellt hier oben. Ja, wie ich damals oben war, ist das auch nicht oft vorgekommen. Hier, Wetterwart vom Mont Blanc. Ist Fräulein Armstrong in der Sternwarte? Bedauere sehr, Fräulein Armstrong sitzt auf dem Mont Blanc. Stellt dort Unfug an. Ha! Radio auf Mont Blanc. Wunderbar. Na, das sieht ja noch ganz aus wie damals. Ach, Sie arbeiten auch geologisch? Ja, so nebenbei. Schöne Hausfrau bringe ich dir darauf. Was? Das ist ein Mädel. Nur Skilaufen und Wissenschaft hat sie im Kopf, weiter nichts. Ihr Männer könnt ja Ordnung machen. Zu Befehl, Fräulein Doktor. Da will ich dir halt helfen. Tja, ja. Die Mädels von heute, die taugen eben nichts mehr. Oh, Strümpfe stopfen ist nicht gerade meine Spezialität. Oh. Hier oben lernt man schon für sich selbst zu sorgen. Mhm. Aber es fällt ein Verdammter von der Arbeit. Ja.
Sie mir Feuer anzünden. Ich will draußen klein. Hier oben nicht arbeiten, Fräulein Armstrong. Thank you.
Papa antwortet gar nicht. Wenn Sie da unten so allein sind und jemand brauchen, ich habe einen guten Freund, einen Musiker, der ist ein sehr lieber Mensch.
Na? Da sitzen Sie ja wieder an Ihrem alten Platz. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Wenn ich mal nicht da bin, nehmen Sie doch den Funkspruch von Mont Blanc ab. Ja, sehr gerne. Er kommt jeden Abend 10 Uhr. Nanu? Sie kennen den Wetterwart von Mont Blanc? Er fragt an, wie es Ihnen geht. Er war ja ein alter Freund, Papa. Herr Petersen, ich bringe Ihnen Grüße. Ja, von einem Freund von Ihnen. Wo kommen Sie denn her? Sie haben ja Fieber. Oh. Da dürfen Sie aber nicht arbeiten. Das gibt es nicht. Geben Sie mal den Bleistift her. Und legen Sie sich richtig hin. So. Und gefrühstückt haben Sie auch noch nicht? Nein. Na, dann werden wir mal ein bisschen Ordnung machen. Oh, Verzeihung. Haben Sie wenigstens Speichelhütte? Doch, doch. Sie müssen sich jetzt schon ein bisschen pflegen lassen. Ja, ja. Sie scheinen ja ein ganz unvernünftiger Mensch zu sein. Wenn Sie meinen. Sind wir wieder auf dem Damm? Ja, wenn Sie meinen. Da brauchen Sie mich auch nicht mehr. Aber warum erschrecken Sie mich so? Passen Sie auf. Dann werde ich gleich wieder krank.
Was schreiben Sie denn da? Geheimnisse? Auch ein Musiker hat Post zu erledigen? Wer schickt Ihnen den Telegramm? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Passen Sie auf, das ist von Mont Blanc. Wollen Sie denn dann anfangen, wenn Sie Ihr Studium aufgeben? Sorgen für jemand, für irgendjemand, für einen, der mich brauchen kann. Mont Blanc? Salut, Benny. Grüß dich, Hannes. Ein schnell fahrst. Hast du gerade noch Märzblumen pflücken? Ich fahr noch gleich. Weißt du, nachher geht der Gletscher auf und dann kommst du überhaupt nicht mehr runter. Kinder, jetzt können wir gleich wieder heimgehen. Ja, was ist denn? Ich weiß nicht, was der auf einmal hat. Jetzt will er auf einmal wieder oben bleiben. Kommt, packen wir zusammen. Gehen wir.
bist wohl freuen wird? Wenn er endlich herauskommt aus dem ewigen Winter. Immer nur im Alster oben. Wärmer wird er es bei uns schon haben. Nicht wahr, Walter? Ja. Thank you.
sind, ja, es ist Signal. Langsam da hinten, da hat's ja keine Brücke mehr. Geh du mal an der Spalte, Ben. Mei Lieber, das sieht böse aus. Da kommen wir nimmer rüber. Warte, ich schau mal. Ja, da springen wir einfach drüber. Los, David, oder hast du Angst? Lass sei locker, spring drüber. Hopp, hopp. Da, das halbe Schnee, hebt heb nicht. Da kann ich heben. Oh. Hopp. Oh. Gell, David, diesmal hast du zu früh gesprochen. Ja, mach du's besser. Na, der Kopf ist noch dran. So, wartet ihr euch ab. Jetzt probiert es mit Anlauf. Vorwärts! Teufel! Der Schnee ist zu weich, das ist nichts so. Faule Ausrede, kommst du ja doch mit drüber. Warte jetzt, ich probier's nochmal. Hopp, hopp! Steil, nicht zu straf halten. Noch 15 Meter. Steil, loslassen. Noch 10 Meter. Gleich habe ich Boden. Dann will ich sehen, ob ich auf der anderen Seite hochkomme. Alles blankes Eis, es geht nicht. Komm auf. Leiter holen ist das Einzige. Gnädige Frau, eben sind zwei Führer von den Rettungsmannschaften zurückgekommen. Die berichten, sie können halt einfach nicht weiterkommen und müssen zurück ins Tal eine Leiter holen.